Die Trans-PRK-Behandlung ist ein No-Touch-Laser, bei dem man die Fehlsichtigkeiten an den Augen wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung behandeln kann, ohne dabei die Hornhaut zu berühren. Bei den konventionellen Lasertechniken bildet man einen Flap an der Hornhautoberfläche. Man schneidet also die Hornhaut entweder mit einer Klinge oder mit dem Laserstrahl. Man macht einen Flap auf, das Auge wird dann mit einem Laserstrahl behandelt und dann macht man den Flap wieder zu. Und die Operation ist dann zu Ende. Bei dieser Technik, bei der Trans-PRK, gibt es aber keine Flap-Bildung. Das Auge bleibt unberührt und das ist ein sehr gutes Empfinden für die Patienten. Die spüren dabei gar nichts. Es gibt keinen Vakuumring auf dem Auge. Das Auge wird also gar nicht belastet.